Das ukrainische Verteidigungsministerium hat eine Nachrichtensperre über die Ereignisse in der Region Cherson verhängt. Das bedeutet fast immer, dass eine große Offensive im Gange ist. Die russische Reaktion deutet jedenfalls darauf hin, dass dies der Fall ist. Es sieht so aus, als würden sie sich entweder auf den Rückzug oder auf den Kampf um die Region vorbereiten. Wir wissen nicht, was in der Region vor sich geht, aber wir bekommen mit, was um sie herum passiert. Die Ukrainer haben Luftangriffe durchgeführt, die im Fachjargon als Seehard bezeichnet werden, was für Unterdrückung feindlicher Luftabwehr steht. Sie haben russische Luftverteidigungsanlagen in der ganzen Region angegriffen und das ist fast immer der Auftakt zu Ereignissen am Boden, die ein größeres Ausmaß annehmen. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace besuchte kurzfristig und unerwartet seinen Amtskollegen Lloyd Austin in den USA. Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass sie persönlich über die nächsten Geschehnisse sprechen wollten. Und die Royal Air Force ist hier ebenfalls involviert. Dies ist die RC-135, bekannt als Rivet Joint, ein Aufklärungsflugzeug. Die RC-135, wahrscheinlich von der 51 Squadron, war gestern über dem Schwarzen Meer unterwegs, wo sie kleine Achterfiguren flog, geschützt von ein paar Typhoon-Kampfflugzeugen. Sie dient ausschließlich dem Sammeln von elektronischen Informationen. Sie hört alles ab, wie Telefongespräche der Truppen vor Ort, sie erfasst jedes Signal. Das Verteidigungsministerium würde sich normalerweise nicht so intensiv einem Gebiet widmen, außer man glaubt, dass etwas passiert. Der Kampf um Cherson ist nun zweifelsohne eröffnet. Dies ist das wichtigste strategische Ziel aller Offensiven, die die Ukrainer seit Juli dieses Jahres gestartet haben. Sollten sie es schaffen, wäre das ein großer Erfolg für sie. Wenn nicht, wäre das ein herber Rückschlag. Wir werden wahrscheinlich schon bald herausfinden, was davon zutrifft.